naja, versuch's einfach mal darzustellen. Wie da dieser Sirius irgendwie in den verschiedensten Farben funkelt. Scharf zu stellen ist das Ding ja jetzt nun nicht. Aber die starken Farbunterschiede sind wohl noch, naja, nee, vergessen wir das mal hier. Display das fast noch am besten, was ich meine, dass das Ding wirklich funkelt und flimmert und flackert in mindestens 4 verschiedenen Farben, rot, blau, grün, gelb, weiß erkenne ich. Und das war früher nicht. Das ist auch nicht, wenn er sehr viel höher steht. Das ist nur, wenn er relativ flach steht. Und ich glaube, das ist derselbe Effekt wie bei der Sonne. Je schräger die Schichten durchdrungen werden, desto länger ist der Weg des Lichtes. Und wenn diese Metallpartikel da eben die Schichten bilden, dann entsteht dieses verschiedenfarbige Flackern. Weil die eben nur verschiedene Spektralfarben durchlassen. Je nachdem, wann, wie, wo die gerade ausgerichtet sind. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich habe ja das Ding schon öfter am Nachthimmel gesehen, aber so hat der noch nie geflackert. Als ich vor 2 Jahren das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich hab ein UFO. Das ist kein Stern. Naja, mal sehen, wie der am Bildschirm nachher aussieht hier. Hier ist es ja, also jetzt sieht es relativ... Naja, nee, das ist alles ein bisschen zu dunkel und nicht... Jetzt haben wir ihn aber noch mal näher dran, ein bisschen scharf. Ist tatsächlich noch scharf. 28-fache Vergrößerung, ja, und jetzt sieht man die farblichen Unterschiede. Sehr gut. Rot ist dabei, grün, blau, gelb. Violett ist auch manchmal dabei. Naja, einfach mal an den Himmel kicken und selber mal ein Auge drauf werfen. Spektakulär. Wenn man mal so eine sternklare Nacht hat. Hat man ja nicht so oft. Heute ist hier sehr, sehr gut. Vielleicht mache ich ja noch ein Mondvideo.